Der Listengenerator. Der Listengenerator ist ein Tool für betriebsindividuelle Listen. Benötigen Sie eine spezielle Liste, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, können Sie sich diese ganz einfach zusammenstellen. Zu finden ist der Listengenerator unter Kuhkopfmanagement, Punkt 5 Herdendaten, Punkt 3 Listengenerator. Sie haben hier oben die Auswahlliste Ihrer bereits abgespeicherten Listen. Möchten Sie sich eine neue Liste erstellen, können Sie dies ganz einfach über dieses grüne Plus Neue Liste erstellen. Nun öffnet sich der Listengenerator-Assistent. Heute möchten wir uns eine Liste zusammenstellen mit allen Tieren, die im letzten Jahr eine Mastitis oder Euterentzündung hatten. Für meine Liste benötige ich aus der Kategorie Allgemeine Tierdaten die Tiernummern und die Ohrmarkennummern. Zudem möchte ich aus der Kategorie Reproduktion das letzte Abkalbedatum haben, die aktuelle Laktationsnummer, die Laktationstage und den Status der Tiere. Für mich ebenfalls interessant ist die Milchleistung aus der letzten Milchkontrolle. Da meine Liste nun alle Tiere beinhalten soll, die im letzten Jahr eine Mastitis oder Euterentzündung haben, suche ich mir in der Kategorie die Kategorie mit den Krankheiten aus und wähle die Krankheiten. Wenn ich jetzt unter Elemente alle Elemente ausgewählt habe, die meine Liste beinhalten soll, gehe ich auf Weiter. Nun komme ich zu den Filtermöglichkeiten. Hier unten links in der Ecke sehe ich immer die Anzahl der Tiere, die bereits in der Liste wären, aufgrund meiner Elemente, die ich ausgewählt habe. Der erste Filter ist gesetzt anhand des Krankheitsdatums und der Krankheiten und bedeutet, dass alle Tiere angezeigt werden, die weniger als x Tage zurück sind, und der Filter ist auf 365 gesetzt. Nun wähle ich einen neuen Filter aus über das Plus, wähle meine Krankheit aus, okay. Und sage jetzt hier, es soll alle beinhalten, also ist gleich, die der Krankheit entsprechend. Euterentzündung. Hier unten links sehe ich jetzt, die Anzahl hat sich auf ein Tier minimiert. Ich nun aber auch die Tiere haben möchte, die eine Mastitis hatten, wähle ich über Plus ein neues Item aus und sage oder Tiere ist gleich Mastitis. Okay. Nun sehe ich hier, dass sich die Anzahl der Tiere auf 50 erweitert hat. Ich gehe auf Weiter und gebe meiner Liste einen Namen. In diesem Fall Tiere Mastitis. In diesem Fall könnte ich die Liste jetzt bereits beenden. Oder aber ich gehe weiter zur Kategorie Tierart und kann sagen, ich möchte auch alle Tiere, die bereits im Archiv sind, angezeigt bekommen. Nun sehe ich, meine Liste hat sich auf 63 Tiere erweitert. Ich könnte zudem sagen, nach Status, ich möchte auch mein Jungvieh angezeigt bekommen. Oder aber, wenn man die Liste natürlich auf anderen Kriterien auswählt, die Mastrinder, Mastbullen, Zuchtbullen oder zu verkaufende Tiere. Nun gehe ich auf Ende. Und nun sehe ich meine Liste mit all den Tieren,
die in den letzten 365 Tagen eine Mastitis oder Euterentzündung hatten. Ich habe vorne die Tiernummern, die Ohrmarkennummern, das letzte Abgabedatum, die Laktationsnummer mit den Laktationstagen und den Status. Ich habe meine letzte Milchkontrolle, das Datum der Krankheit und die Krankheit. Wenn mir diese Reihenfolge hier nicht gefällt, kann ich über diesen Stift auf Bearbeiten gehen und sagen, ich möchte zum Beispiel den Status weiter vorne angezeigt bekommen. Dadurch wähle ich diesen aus und nutze den Pfeil hoch, um den Status hochzuschieben. Mit dem Klick auf Ende sortiert sich die Liste neu und ich habe meinen Status direkt hinter der Ohrmarke stehen. Ich kann meine Liste aber auch so hingehend bearbeiten, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte alle Tiere angezeigt bekommen, die in den letzten 2 Jahren eine Mastitis hatten, öffne ich meinen Listengeneratorassistent, gehe ich zum Filter und sage unter Krankheitsdatum Tage zurück 730. Ich könnte diese Liste jetzt auch gesondert speichern, indem ich sage als neue Liste speichern. Tiere Mastitis 730 Tage. Mit dem Klick auf Ende wird diese Liste gespeichert. Ich habe hier unten noch einmal eine Anzahl der Gesamttiere und wenn ich Filter gewählt habe mit zum Beispiel Leistungsdaten, habe ich immer die Summe und die Durchschnittswerte. Ich habe die Möglichkeit, diese Liste über das rote X zu löschen. Oder aber ich kann meine Liste auch als Excel-Datei exportieren. Über die Druckvorschau habe ich auch die Möglichkeit, meine Liste zu drucken. Mithilfe des Listengenerator ist es also möglich, Listen betriebsindividuell auf eigene Wünsche zusammenzustellen. Hierfür können Sie sich aber gerne auch an uns, den Helpdesk, wenden und wir helfen Ihnen beim Start der ersten eigenen Listen.